geht es ihm 3 Jahre nach seinem Erfolg? Ich fahre nach Langenfeld bei Düsseldorf. Hier bin ich mit Menderes bei ihm zu Hause verabredet. Hallo. Hi, ich bin der Stefan. Hi. Hallo, grüß dich. Komm rein. Ja, freut mich. Vielen Dank. Menderes hat uns im Vorfeld gebeten, nicht alle Teile seiner Wohnung zu zeigen. Er weiß, dass es viele überraschen wird, wie er lebt. Ein Raum, in dem alles sozusagen zusammen ist bei dir, ne? Ja, sozusagen alles vereint. So, hier koche ich, hier schlafe ich, hier mache ich Musik. Die meiste Zeit verbringt Menderes in diesem Raum, auf wenigen Quadratmetern. Hier kocht er. Seine Matratze hat er für unseren Besuch weggeräumt, damit wir etwas Platz haben. Was natürlich so ein bisschen auffällt, du hast dir deine kleine Wohnung sehr, sehr, sehr vollgepackt. Ne? Das sieht jetzt von außen betrachtet, wenn man reinkommt, schon sehr chaotisch aus. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen chaotisch veranlagt. So, das gebe ich auch offen zu. Man sieht das auch so, das ist so mein organisiertes Chaos sozusagen. Ist dieses Chaos in den Schränken auch so ein bisschen ein Bild für das Chaos in deinem Kopf, kann man das sagen? Ja, also ich würde schon sagen, dass das auch so meine innerliche Gefühlssituation widerspiegelt. Und ich weiß, ich habe mit mir selber am meisten Probleme. Ich komme mit mir selber nicht klar. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch darin, dass ich mich selber nicht akzeptiere, so wie ich bin. Selbstzweifel plagen den 34-Jährigen, den viele nur durch seine unterhaltsamen Auftritte im Fernsehen kennen. An der Wand hängen Erinnerungen an sein öffentliches Leben. Am häufigsten war er bei Deutschland sucht den Superstar. Da müssen jetzt keine Zettel hängen, aber ich habe es einfach gemacht für mich, einfach mich nochmal zu erinnern. Hey, guck, auch wenn keiner an dich glaubt, du musst am meisten an dich glauben, dann wird es auch irgendwie, wenn du Sachen dir vornimmst, dann wird das auch irgendwann mal in Erfüllung gehen sozusagen. 2002 nimmt Menderes zum ersten Mal an der Castingshow teil. I just wanna sex you up, wanna give you everything you needed. Ach nein. Er gibt nicht auf. Von nun an tritt Menderes jedes Jahr bei DSDS auf, wird so bekannt, aber auch zu einer Art Running Gag. Dass die Leute über ihn lachen, ändert sich, als er 2016 am Dschungelcamp teilnimmt. You are not alone, I am here with you, though you're far away, I'm here to stay. Menderes ist beliebt. Seine zurückhaltende und hilfsbereite Art überzeugt auch die Zuschauer. Am Ende gewinnt er die Staffel. In seiner Wohnung gibt es bis heute zahlreiche Erinnerungen an die Zeit in Australien. Die Klamotten, eine Liste mit Essen, das er bei einer Prüfung erspielt hat und das, was von der Dschungelkrone übrig blieb. Ist ein bisschen verblasst mittlerweile, die Farben sind nicht mehr so intensiv, strahlen nicht mehr so intensiv, aber es ist ja auch normal, es waren echte Blumen. Weißt du noch, wie es damals für dich war, nach diesem riesen Trubel, nach der Rückkehr aus Australien hier in diese Wohnung zurückzukehren und in dein altes Leben? Wie hat sich das angefühlt? Ich wusste, dass hier das Chaos mich erwartet und ich wusste schon, dass das mir nicht gut tun wird. Ich wusste das schon. Und es war ja nichts Neues. Ich war ja auch dann nicht enttäuscht oder so, sondern ich wusste ja auch, dass auf mich keiner wartet. Selbst nach seinem größten Erfolg ist Menderes allein. Ohne gute Freunde und ohne Familie. Ein Gefühl, das ihn schon lange begleitet. Er zeigt mir Fotos aus seiner Kindheit. Was hast du für Erinnerungen an deine Kindheit? Ich glaube, es gab schöne Momente in meiner Kindheit, es gab auch nicht so schöne Momente. Ich glaube, die schönste Zeit war mit meiner Mutter, glaube ich. Ich war so sehr anhänglich. Und wenn meine Mutter mal weg war, war ich total traurig. Irgendwie. Ich habe dann die direkt vermisst, habe gefragt, wo ist meine Mama und so. Aber seine Eltern trennen sich. Und die Mutter möchte, dass Menderes beim Vater aufwächst, erzählt er mir. In den ersten 3 Jahren hat sie sich gemeldet zum Geburtstag, aber danach gab es nichts mehr. Da war irgendwie Stille, weißt du so. Und das macht ja auch was aus einem jungen Kind. Sagen wir, in so einem jungen Alter, ich glaube, da ist schon wichtig, dass man so eine Bezugsperson hat. Auch die Mama, also die Mutter ist ja auch extrem wichtig, weil die gibt dir so dieses Gefühl von Liebe, glaube ich, und Geborgenheit. Und bei meinem Vater habe ich ja nie dieses Gefühl bekommen, so von, ja, hey, ich bin stolz auf dich, so wie du bist. Vielleicht so, dass er sagt, hey, ich mag dich, egal was passiert, oder ich liebe dich. So, ich habe das eigentlich fast nie gehört. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber vielleicht habe ich es einmal gehört. Das macht mich ganz oft traurig, weil ich merke jetzt, wenn man älter wird, dann merkt man irgendwann mal, was einem eigentlich fehlt.
Im Alter von 20 Jahren wird bei Menderes eine schwere chronische Darmerkrankung diagnostiziert. Er wird immer einsamer. Ich habe diesen Umgang mit den Menschen verloren, ist verloren gegangen mit der Zeit. So, ich habe gemerkt, durch die Krankheit, das hat mich einfach echt runtergezogen. Ich will das nicht alles auf die Krankheit schieben, das war aber so. Und vielleicht war ich vorher auch schon schüchtern, aber durch die Krankheit hat sich das Ganze noch verstärkt, sozusagen, ja. Menderes zieht sich häufig in seiner Wohnung zurück. Die Vorhänge lässt er den ganzen Tag zugezogen. Ich will einfach nicht beobachtet werden. So, hier ist ja auf der anderen Seite ja auch noch mal ein Wohnkomplex sozusagen. Und da sind ja die Fenster und die sind alle auf mich gerichtet. Und ich will halt nicht, ich fühle mich dann halt zu beobachtet. Und ich will eher so einfach mich abschotten ein bisschen, ja. Obwohl es ihm gesundheitlich mittlerweile besser geht, geht Menderes ungern raus unter Leute. Aber er hadert nicht. Ich will ja auch nicht Mitleid erzeugen. Das ist nicht mein Ziel. Ich bin ja dankbar für all die Sachen, die ich im Laufe der Zeit mir erarbeiten konnte. Menderes hat nie aufgehört, an seine Träume zu glauben. Er will glücklich werden. Was würdest du denn gerne ändern in deinem Leben? Ich würde schon gerne auch an meiner Wohnsituation gerne was verändern wollen. So. Das ist mein Ziel, so erstmal da Ordnung schaffen. Oder ein Wunsch von mir ist, vielleicht, dass ich irgendwann mal vielleicht jemanden kennenlerne, der mich so akzeptiert, wie ich bin. Aber mein so ganz großes Ziel ist eigentlich so, irgendwann mal auch einen Hit zu landen, sozusagen. Auch. Das ist auch noch so ein Ziel. Ich will, bevor ich das nicht geschafft habe, will ich das noch nicht aufgeben.